Hallo, hier ist das Drohnenvideo von Florian und Andreas. Am Boden seht ihr die Drohne. Das ist unser App-UI. Wir können hier verbinden mit der Drohne. Es gibt dann einen Chooser für die echte Drohne oder für den Simulator, damit gerade die richtigen IP-Adressen und Ports gesetzt werden. Ich wähle jetzt hier Real. Man sieht an den Statusanzeigen auch, dass es grün geworden ist bei der Drohne. Die Buttons haben den State geändert und jetzt kann ich hier zum Beispiel starten. Die Statusmeldungen wie Batteriehöhe, Speed und so weiter werden hier korrekt angezeigt. Speed wird jetzt dann sichtbar. So, und jetzt kann ich das fliegen. Reagiert das ein bisschen langsam zuerst. So, jetzt dreht sich die Drohne. Ich kann nach vorne fliegen oder seitlich oder stoppen. Ich kann nach oben. Ich kann drehen. Es geht auch alles zusammen. Ich kann auch Flips machen, die Manöver. Dann werden die Buttons inaktiv während dem Flugmanöver und so weiter. Ich kann die Drohne auch wieder landen. Dann landet sie korrekt. Ich kann wieder einen Takeoff machen. Und für den Notfall, zum Beispiel wenn ich irgendwo reinfliege oder ich habe Probleme mit der Drohne, kann ich immer auf Emergency drücken. Und die Drohne fällt an den Boden und so ist die App auch sehr sicher. Ja, das wäre eigentlich alles dazu. Die Joysticks bewegen sich hier korrekt, wie man sieht, an den Rändern. Eben die Buttons sind wirklich inaktiv, je nach Situation. Der Emergency-Button ist immer aktiv, aus Sicherheitsgründen. Ja, das ist die App.